Hannover 96 hat Trainer Thomas Schaaf entlassen. Das gab der Club am späten Sonntagnachmittag bekannt. Nur ein Sieg aus 11 Spielen als Coach der Niedersachsen. Zu wenig für die 96-Geschäftsführer Martin Kind und Martin Bader. Mit gerade einmal 17 Punkten liegt Hannover abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstieg so gut wie besiegelt. Nun greift man zum letzten Strohhalm. Ein neuer Impuls soll helfen, so Bader. Schaaf muss also gehen und U19-Trainer Daniel Stendel wird übernehmen.